Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder euer Stürmi. Und zwar habe ich heute eine neue Zeitschrift. Wie sie genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, dass sie Five heißt oder wie das hier oben heißt. Und zwar ist das eine Lego-Zeitschrift. Und ja, das sind einige Sachen hier drin. Sogar ein Lolli, ein Chupa Chups Lolli. Dann haben wir Lego Ninjago Booster von der Serie 3. Dann haben wir hier Lego Star Wars Booster. Dann haben wir hier noch, was haben wir noch drin? Kartenhüllen. Ja. Und die Zeitschrift natürlich. Und das zeige ich euch alles nach dem Intro. Ja, ich habe euch das letzte Mal ja, oder gestern, vorgestern, keine Ahnung, wann ich das hier jetzt hochlade, dieses Video hier, habe ich euch ja die Lego-Zeitschrift gezeigt. Lego Star Wars-Zeitschrift, so. So, heute habe ich für euch hier die Zeitschrift Five oder wie die heißt. Wir schauen mal gleich, vielleicht finde ich ja, was wie die genau heißt. Ja, das genug enthalten hier drin. Also die Kartenhüllen, dann hier Booster und ein Lollichen. Ja, dann öffnen wir mal das gute Stück hier und schnacken nicht lange rum. So, Zeitschrift. Und hier Lolli. Lollipop. Schupa Schups. Steht da hier auch drauf, was das ist? Apple. Ein Apfel. So, Müll zur Seite. So, hier seht ihr dann. Spiegelt dann nicht mehr so. Wir lösen jetzt erstmal hier die Booster von der Zeitschrift. Hoffentlich geht das gut. Und beschädigen hier nicht die Zeitschrift. Oh, es ging ja doch noch gut. So, Klebereste entfernen. Hiervon auch. Hier sind auch noch Klebereste. Zack. Und ab ist es. Upsala. So, ich kann ja die Figur von der anderen Zeitschrift mal hier dabei legen. So. Fand ich so cool. So, dann machen wir hier den Star Wars Booster noch ab. Oh, hier ist noch Klebereste. Jetzt habe ich es weg. Weiter geht's. Zack. So, so sieht der Booster aus. Warte mal, so rum. Also sieht der Ninjago Booster aus, so zack. Dann hier die Hüllen, Kartenhüllen oder Sleeves, wie man sie auch nennt. Ich kann euch ja mal einen rausnehmen hier. Die sind schwarz, finde ich echt cool. Könnte ich auch mal gerade die Limi hier reinmachen vom letzten Video hier. Und zwar hier Obi-Wan Kenobi Limi. Könnte ich ja eigentlich so rum reinmachen, dass man den auch sieht. So. Passt wunderbar rein. Zack. Und zack. So. Wie sind da überhaupt drin? 30. Das ist natürlich nice. Was habe ich hier? Ah, hier steht's 5. Also habe ich doch richtig gelegen. So, Klebereste weg. So, exklusive Einblicke, der Weg zum Fußballprofi. Also hier geht's nicht nur um Lego, sehe ich. Fortnite-Tipps, aha, das ist ja was Interessantes für mich. So machst du jeden Blatt.
Ob ich jeden Blatt mache, glaube ich nicht. Möchte ich alles über die Lego Star Wars Sammelkarten? Plus 5 Poster. Oder sogar ein Poster von Minecraft drin. Richtig nice. Schauen wir mal gleich. So, ich muss mal leider alles hier zur Seite legen, aber es kommt ja gleich alles. Wir kümmern uns erstmal hier um die Zeitschrift. Action am Hafen von Ninjago City. So. Dann gehen wir mal weiter hier. So, hier wird Werbung gemacht zu der Trading Cards Serie. Die erste Lego Star Wars Trading Card Serie ist da. Ja, jetzt überall im Handel. So. Ja, hier. Ninjago, Fortnite, Star Wars, Superman, Lego Movie. Das erwartet euch im Lego Movie 2. Ja, den werde ich mal auf jeden Fall anschauen. So, was haben wir hier? Fangen wir hier auf der linken Seite an. Das größte Lego-Schiff der Welt. Dann haben wir unten neue Pokémon aufgetaucht. Okay. Was haben wir hier noch? Kopflos, okay. Clone Wars kehrt zurück. Homer Simpson auf Fußballtrikot. Hey, cool. Das ist cool. So. Das erwartet euch beim Lego Movie 2. Alles Gute, Superman. Ein Superheld wird 80. Oh. Und er macht la immer noch Kinofilme. Lach, lach. Die Karten der Macht. Jawohl. So, hier wird nochmal gezeigt, was es für Karten und alles gibt. Jo. Planetenkarten. Duellkarten, Machtkarten, Goldkarten. Limitierte Karten, Duellkarten, Fahrzeugkarten, Charakterkarten. Ja, es gibt alles hier. So gehst du ab in Fortnite. Okay, das muss ich mir natürlich mal durchlesen. Ihr wisst ja, ich bin ja ein richtiger Noob hier drin. Der Hafen in Ninjago City. Erwecke den Drachen zum Leben. Flick with Ant-Man. Kampf der Ameisen. So, hier haben wir schon einen Teil des ersten Posters. Luke Skywalker. So, hier haben wir noch ein Teil. Hier ist Superman. Oh, hier in Ninjago. Masters of Spinjitzu. So, hier haben wir wieder irgendwie ein Teil. Keine Ahnung, was das nochmal war. Hier ist Minecraft. Kann es ja mal so drehen. Zack. Minecraft. So, was haben wir hier noch? Tipps. Die Drachen sind wieder los. Die Unglaublichen als Game. Magische Leseaktion. Neue Superknete. Sieht aus wie Kaka. Auf zu neuen Ufern. Dragons. So wird dein Game perfekt. Okay. Lavadrache. Eldrador. Das sagt mir jetzt gar nichts hier. Ein Schneewolf. Gibt es einen Schneewolf? So, hier unten ist noch
Ein Eisdrache, ein Monsterkrake mit Waffe und ein Steinmonster hier unten links. Dann haben wir hier ein Steinskelett mit Waffe. Dann hier ein Monsterfisch. Und hier unten haben wir noch einen Höllenhund. So, nächste Seite. Der steile Weg zum Fußballprofi. Amit Khan Aga. Okay. Position Mittelfeld. Jo. Bei der TSG seit 2016. Okay. So, was haben wir hier? Erste Schritte auf dem Weg zum Papa-Profi. Ah, ist das hier Labo? Ja, Nintendo Labo hier oben steht's. Der Lengli macht manchmal so Streams hier mit dem Nintendo Labo. Auf Twitch finde ich echt nice. Fünf schlaue Apps für Schüler. So, an alle Schüler an euch hier. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr euch die Zeitschrift kauft. Auf der Flucht. Teen Titans bis zum Himmel. Hier haben wir noch ein. Hat dir da ein Magazin gefallen? Achso, hier ist uninteressant. So, dein neues Five erscheint am 13. September. Krasse Extras. Entschuldigung. 5 Star Wars Karten. Plus limitierte Karte, erfahrener Hanzo. Oh, hier gibt es die nächste limitierte Karte. Okay. Ich habe mich schon gewundert, wo es die ganzen Limits gibt. Also muss ich mir die dann nächstes Mal wieder kaufen. Dann hier. Gigantischer Ninja Dolch. Okay. Deine Top-Themen: Ninjago. Die unglaublichen 2. FIFA 18. Dann hier Lego Star Wars und Battle Royale. Die schnellsten Achterbahnen. Ja. So, hier Playmobil Feuerwehr. Da gibt es ja jetzt ein paar neue Sets. So, das Ende hier von dem Heft. So. So, diese Dinger hier, die Sleeves habe ich euch ja schon gezeigt. Die legen wir mal irgendwie hier oben hin. So. Kommen wir noch zu den Boostern hier. Die zwei hier. Fangen wir mit dem Ninjago an. Fünf starke Sammelkarten. Also hier sind auch fünf Karten enthalten drin. Von dieser Serie habe ich noch nicht so viel geöffnet. Von der zweiten Serie habe ich noch so viel. So, hier sind die Spielregeln, falls sie einer braucht. Aber ich brauche sie nicht. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas drehen müssen. Hier den auf jeden Fall. So, Puzzleteile. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen hier. Was steht hier drauf? Neuer High Monster General Nummer 1. So, da haben wir hier Kluger Zane. Dann haben wir hier ein Teil von einem Puzzle. Ich glaube, da steht da hinten noch was drauf. Ja. Ich kann es euch auch mal vorlesen. Plus 20 auf alle Werte deiner Helden in der Arena. Und da steht es gleich drauf. Also nur halt umgedreht, das. Wenn man gegeneinander spielt, das auch lesen kann. So, hier haben wir wieder ein Teil vom Puzzle. Und hier steht auch was hinten drauf. In deinem nächsten Zug darfst du keine Charakterkarte spielen. Also Charakterkarte spielen. Okay. Und dann haben wir hier Fieser Oni Kilo. Na? Vielleicht ein bisschen weiter hoch. So, jawohl, so geht das doch. Ja, das war Lego Ninjago. Dann kommen wir hier zu dem Star Wars Booster.
Das interessiert mich im Moment ein bisschen mehr. So. Da wird noch einiges kommen hier auf meinem Kanal von Lego Star Wars. Ich habe ziemlich viel im Moment da. Ich war wieder im Kaufrausch. Aber man muss ja nicht immer alles zeigen, was man gekauft hat. Also im Unboxen ja, aber was man gekauft hat. Also ich werde nicht gesponsert von niemandem. Falls mich jemand sponsern möchte, kann es gerne tun, aber warum sollte das jemand im Moment? Hier haben wir eine Fahrzeugkarte, wenn man sie sehen würde. So, wunderbar. First Order Special Forces. TIE Fighter. TIE Fighter kenne ich. Dann haben wir hier Kylo Ren's TIE Silencer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. Silencer. Auch eine Fahrzeugkarte. So, dann haben wir hier BB9E. BB9E. Card Effect 45. Trade Value 41. Rarity Scale 88 und Thrill Factor 35. Okay. Team, eine neue Hoffnung. Da ist die Layla drauf. Dann, ich glaube, Han Solo oder wer ist das? Und noch jemand. Ich kann euch nicht so viel zu den Charakteren sagen. Hier ist starker Chewbacca. Chewbacca kenne ich natürlich auch hier. Chewbacca. Jo. Ich glaube, das war's mit der Zeitschrift hier. Ich kann euch ja nochmal hier ein bisschen Zug. Das war hier Star Wars Serie. Das hier war die Lego Ninjago Serie. Und das hier ist die Zeitschrift. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und gebt einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch keinen Abonnent, falls du noch kein Abonnent bist von mir und dir gefallen meine Videos, dann lasst kostenlos ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.